Heute war Prozessauftakt des Killertrios von Bremen. Als Nebenkläger dabei, Gregor, der Bruder der Ermordeten. Gregor Kortzen will diesen Weg gehen, begleitet von seinem Anwalt Mustafa Ertung, 38. In Bild will er von seiner Schwester erzählen. Seine kleine Schwester Andrea, 19, soll an eine Betonplatte gefesselt, in den Fluss geworfen worden sein. Lebend. Es ist ein in seiner Grausamkeit kaum zu fassendes Verbrechen, das seit Montag am Landgericht in Verden, Niedersachsen, verhandelt wird. Lesen Sie mit Bild Plus über Gregors Qualen, wenn er an Andrea denkt, wie er mit dem Entsetzen umzugehen versucht. Wie sehr er seine kleine Schwester liebte.